Wir spielen wieder Nio. Nein, warte, wir spielen nicht Nio. Wir spielen wieder Dishonored. Wir spielen zu oft Nio. Wie kommst du nur drauf? Wir haben den Lordregenten gestürzt letztens. Auf die nette Hippie-Art. Wir haben seinen Ruf geschädigt. Wie ist das eine Hippie-Art? Wir haben ihn nicht gekillt, wir haben nur seinen Ruf geschädigt. Peace, peace and the love. Die Bitch vibriert dich schon an, weil du so lachst. Ja, Sammy wollte nicht zur Party. Sammy wollte nicht zur Party, der ist nach Hause gegangen. Er macht Sprachenmemos, wie wichtig er ist. Er tut mir so leid. Oh, was ist das? Da ist doch eine Muschel. Ih, der Kaffee ist ekelhaft. Ist urlecker. Arrgh. Arrgh. Extrem stark ohne Milch und ohne Zucker. Wie kannst du sowas trinken? Hallo Sammy. Ich weiß, es ist ein guter Tag, aber die Ratten sind immer noch hier, nicht wahr? Ich sehe immer noch Körper im Fluss treiben. Körper nicht, aber er hat ja eh recht. Achtung, Bürger von Dunwall. Hiram Burrows, einst als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Sein korruptes und unrechtmäßiges Regime ist vorüber. Dann lebe die Kaiserin. Ja, jetzt lebt doch einmal wieder die Kaiserin lang. Die Kleine ist damit gemeint. Das Oh. Mädchen. Die ist ja die neue dann. Die wissen ja nicht mal, wo sie ist. Oh. Bravo! Jeder sagt, du hast was Gutes getan. Wenn du mich nochmal so überrascht, stech ich dich ab. Du steckst sie ab einfach Ja, nur. ich steck sie ab. Ich gehe da runter zur Muschel. Ich will wissen, was dort unten bei der Muschel ist. Jetzt bring ab. Hallo? Muschel? Wo bist du, Muschel? Party! Geh doch Gib zu. dir, gib. Der eine da, Gollum. Oh, schau, da ist Loot. Geh zum Mond. Ja, okay. Geh da endlich rauf. Geht doch. Er wollte nicht. Er Das wollte muss nicht mit die PC-Version Ketten. viel besser sein. Die Ketten. Das Spiel gibt's für PC? Ich weiß es nicht. Mit den Kaisertreuen in der Bar. Oh, Buffet. Buffet, geil. Buffet, lecker. Wo ist noch mehr Buffet? Buffet. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen, diese Zeit, wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es wäre eine richtige der Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Achso, warte mal, das ist der Verkäufer. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Achso, sie Ruhen malt sich heute das ist Abend tot. aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Bruthut! Geweh! Eure Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmologie. Können Sie ja das lehren? Hi! Natürlich nicht, nein. Aber ich sollte eine zentrale Rolle spielen. Der Houndpits Pub wird bald wieder für Kunden bereit sein. Genau wie ich. Warte, was ist für Kunden bereit? Hallo Korf. Die Pendleton stehen in ihrer Schule. All das Feiern, ich fühle mich wieder wie 17. Der hat gerade gesagt, ungewöhnliche so viel, Dinge Tante. Am Abend. Bald werde ich meinem Herrn vorschlagen, Ihnen ein Denkmal zu errichten. Die Opfer haben es verdient. Ich glaub, Sie sind ein beeindruckender Mann, Corvo. Sie haben sich Anerkennung verdient. Eine der merkwürdigsten Schlachten von allen. Kann dich vergiftet. Mit Campbells Tagebuch kontrolliere ich den Orden. Doch dafür muss ich zahlen. Ich könnte doch auf. Ich will nicht die Zeichnung. Sie zeichnen dir zu Hause diesen Turm, in dem sie wohnt. Emily, renn weg! Corvo ist betrunken.
Schau, da haben wir den Turm, in dem sie wohnt, mit Regenbogen, schöner Regenbogen, ihr Kopf ist im Weg. Solche Vögel kann ich auch zeichnen. Ich auch, obwohl die sind ein bisschen kompliziert. Nein, die habe ich früher immer gezeichnet, so. Was machst du jetzt? Eine Kugel mit solchen Flügeln? Jetzt male ich nicht mehr. No. Was ist mit Corvo? Weiß ja, nicht, ob ich zurück bin. Sie ist beschäftigt. Ich kann doch von überall regieren. Also. Vielleicht von einem Schiff. Alter, du regierst sicher nicht von dem Schiff aus. Okay, ich bin vergiftet. Ich schau mal kurz, was mein Bett mir sagt. Du wirst nie aufwachen. Doch, doch. Ich werde mit dem Outsider reden. Wir haben zu viel getötet. Wir haben das schlechte Ende retten. Oh mein Gott. Ich glaube, der Outsider wird mit uns reden. Ach so, dein Telefon mit dem Outsider klingelt. Heb mal ab. Okay, mein Eulenblick sagt mir, der Raum ist sicher. Oh, das ist nicht mein Bett. Mir geht's gut. Bin nur müde. Bisschen viel getrunken. Ein Schluck ist für eine Eule zu viel. Hut, Hut. Samuel, sie wirken, als hätten sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, okay. Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Sammy, ich hab dir vertraut. Oh mein Gott, wir hatten recht, Sammy ist Machtgirl. Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor sie erfahren, dass ich mich ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Okay, Sammy hatte keine andere Wahl. Ich verzeih ihm. Sammy ist ein Doppel-Agent. Nein, er will nur seine eigene Haut retten. Und Macht. Er will Anerkennung als der Bootfahrer, der er ist. Deswegen hat er die Nachricht hinterlassen. Aber jetzt will er nur noch seine Haut retten. Sammy ist merkwürdig. Ja. Gut. Oh, da oben sehe ich Feuern. Auf den werde ich rumspazieren. Warum bin ich hier? Wo ist Sammy? Er war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Laute Entscheidung. Oh. Iiii. Die Hexenfische fressen deinen Finger. Hoi. Schaut das nicht intelligent. Ich weiß, wie alt ist Corvo? 30? Und er wird getragen. Ja. Wie ein kleines Kind. Eine Hand, zwei Hand. Die sind ja festgekettet. Hä? Hoi. Was? Das sind die Gasmasken, gell? Mein Wissen ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen.
Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Au. Oh. War das der... was? Wir sind wieder drin. Übertragungsfehler. Nein, nicht Übertragungsfehler. Irgendein Spielfehler. Wir werden es jetzt noch einmal testen und wenn es wieder nicht funktioniert, schauen wir einfach mal kurz, what the fuck da abgeht. Weil, what the fuck. Genau, wenn spannend wird. War so klar. Ja, so klar. Das heißt, das Ganze war eigentlich so gesehen Vorgeplänkel. Ja. Oh Gott, wie lange dauert das Ganze noch? Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie... Das wäre voll das... Ja, du hast dich voll aufgeregt, dass das Urkackende wäre. Ja, das wäre voll das Kackende, wenn da jetzt nichts gekommen wäre. Weil die ganze Zeit, oh, Lord Regent hier, ich meine, es ist solche hier, Ratten da. Okay, automatischer Speicherpunkt, zum Glück. Und dann auf einmal Lord Regent gestürzt, Ende. Und dann hätte irgendwie die Erklärung zu allem gefehlt. Es wäre viel zu locker und flockig einfach nur durchgegangen, alles. Ja, eh. Vergiftet, tyvianisches Zeug, das wäre dann geschmeckt. Er überlebt, Daud entscheidet. Daud. Der Typ heißt vielleicht Daud. Kannst du aufhalten, meine Hand zu waschen? Das ist ekelhaft. Ja, von die Hexenfische fressen deine Hand. Ich will in den Lift, ich will mit dem Lift fahren. Wir handeln mich eigentlich wie so ein spezielles Kind, sag ich jetzt einmal. Ich will mit dem Lift fahren. Okay. Oh, oh, oh. Da, ich bin angekettet. Sind die Farben so komisch, weil wir leicht verschwipst sind? Sind wir ja nicht mehr. Nein, nein, die Farben passen schon. Da, bewölkter Himmel. Ja, ein bisschen sumpfige, gasige, neblige Gegend. Sumpfige Gegend, ja, ja. So ist das bei Fabriken. Hi! Oh, ich kenne dich. Leibwächter. Meins auch. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ich nicht. Ist von einem Club. Ein Geschenk von Stempel. Der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der war dunkel da drin. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine ich glaub, besucht. Ich glaube, er meint die Bar. Du hast deine Schreine besucht, Stalker. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Ich hätte gerne mein Schwert zurück. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Pass auf, die fällt aus der Hand. Nein! Au! Dein Freund hat mich gepiekt. Bitte nicht. So, jetzt schauen wir gleich, ob es weiter funktioniert oder ob es wieder abstürzt. Doch, jetzt geht's. Oh, hallo Outsider. Outsider? Hallo? Hi. Ich kann mich schon bewegen. Bewegst du dich? Nee, noch nicht. Aber jetzt okay. Hui, ich nehme mal das Herz. Oh. Hier bist du nun endlich. In einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Was bist du? Auch ein Mensch? Nein, er ist der Outsider. Ja, wer schaut aus wie ein Mensch? Er ist der Außenseiter schlechthin einfach nur. Oh Gott, Outsider, Außenseiter. Wenn du etwas aus dem Deutschen zu wörtlich übersetzt. Der Außenseiter. Hi. Oh, hallo. Schöne Zähnchen. Gerade ist geputzt. Jetzt ehrlich, das Holz sollte ich aufhalten. Von wo habe ich... Ah, die Maske legen sie zu dir. Okay, ich kann da raus. Oder ich habe mehrere Möglichkeiten. Da drüben haben wir ein Knochenartefakt. Du hast, was ich sehe, zwei Möglichkeiten.
Ja, so ich das ja auch. Du kannst Wirbelwind machen oder Rattenkontrolle. Was ist, wenn du keinen zum Baden hast? Ich kann auch den hier machen. Okay, die Idiotenmöglichkeit gibt es auch. Du hast gerade die Ratte zerquetscht. Da ist noch eine. Oh Gott, wir werden sterben. Hui, Das ging etwas komisch, der Übergang. Ja, weil ich auf einmal drin war einfach. Da, 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 da.